Ich erstelle jetzt mal ein Makro, das die verschiedenen Sichten durchschaltet. Und zwar mit einer entsprechenden Zeitverzögerung. Hierzu wieder mit der rechten Maustaste auf das Programmsymbol in der Taskleiste klicken und New Speech Makro auswählen. Dieses Mal reicht es für uns aber nicht, nur einen oder mehrere Tastendrücke zu senden. Wir müssen Advanced auswählen, weil ich zwischen den einzelnen Sichten eine Pause haben möchte. Es erscheint schon ein Grundgerüst für unser Makro. Bei Listen for schreiben wir unser Sprachkommando hinein. Ich wähle mal das Wort Rundumblick. Dieses Wort erkennt der Computer schon so, ohne dass wir es ihm extra beibringen müssen. Um den Tastendruck zu senden, müssen wir den Befehl Send Keys in spitzen Klammern verwenden und dann die entsprechende Taste. Und den Befehl Send Keys mit einem Schrägstrich davor wieder schließen. Bei den Befehlen ist Groß- und Kleinschreibung genau zu beachten. Nun folgt unsere Pause. Hierzu den Befehl Wait for benutzen. Dann kommt ein Leerzeichen und das Attribut Seconds mit Gleichheitszeichen. Und in Anführungsstrichen die Anzahl in Sekunden. Ich nehme hier mal 2,5. Und so den Befehl wieder schließen im Schrägstrich und einer Spitzenklammer. Jetzt kann das nächste Mal das S gedrückt werden. Ich mache das hier mit Kopieren und Einfügen. Nach 4 mal S haben wir alle Sichten durch. Nun gebe ich dem Makro noch einen aussagekräftigen Namen. So, fertig das Ganze. Natürlich möchte ich das Ganze jetzt auch noch im Flugsimulator angucken. So, Rundumblick. Ja, offensichtlich ist meine Spracherkennung noch ausgeschaltet. So ist es. Rundumblick. Und wie wir sehen, es funktioniert. Nun spiele ich noch ein bisschen rum. Motor aus. Parking Brake.
Startsequenz. Das macht richtig Spaß.